Herzlich willkommen, mein Name ist Doktore und ab geht's. Ja, diesmal werden wir fertig werden mit unserer Vorschau. Ich kommentiere das hier mal wieder aus und vor allem setze ich das mal hier oben hin, denn wir brauchen nämlich gleich schon mal all unsere gespeicherten Variablen. Bevor wir jetzt hier unser Vorschaufenster präparieren, brauchen wir aber erst noch mal ein paar Hilfsfunktionen. Und zwar soll die natürlich alle Strings zurückgeben. Nicht Strings, sondern String. Und die nennen wir mal prepare show as preview. Und die braucht auch ein paar Sachen. Und zwar String as name. String as first name. String as was hatten wir da dann noch? Nickname. Und String as title. Und String as, Gott, wie haben wir das denn genannt? Ist jetzt eigentlich egal, wie wir es hier genannt haben. Show as. Naja, irgendwie so. String as. Show as. So. Das hier soll uns jetzt nämlich den gewünschten Anzeigenamen zurückgeben. Das haben wir ja quasi schon mal gemacht bei Show as hier. Da haben wir jetzt nämlich den Beispieltext dann immer in einer gewissen Art und Weise dargestellt. Und so in etwa wollen wir das jetzt nämlich auch nochmal machen für unsere Funktion, die dann einen String zurückgibt, den wir dann nämlich anzeigen lassen. Und das machen wir wieder mit der Wunderwaffe switch as show as. Und dann nehmen wir jetzt mal Case, was hatten wir denn da, Nachname, Vorname, nicht Breaks und Return, naja, erstmal irgendwas, dann Steuerung C, Steuerung V, 2, Gott, jetzt bin ich schon wieder völlig durcheinander, Vorname, Nachname hatten wir noch, dann hatten wir noch Nachname, Vorname und Nickname. Und wir hatten Titel, Vorname, Nachname, glaube ich. Ich schau mal lieber nach. Nachname, Vorname, Vorname, Nachname. Ah, Spitzname, siehst du, das wäre schon falsch gewesen. Nicht Nickname, sondern Spitzname. So, und natürlich noch ein Default. Return nischt. So. Und je nachdem, was da jetzt passiert, wollen wir jetzt einfach einen String zurückgeben, der eine gewisse Kombination halt aus diesen hier bedeutet. Das können wir eigentlich mal direkt hier machen. Return. Was haben wir da? Name, Vorname, also S, Name plus. Dann hatten wir Leerzeichen, nee, Komma, Leerzeichen und plus S first name. So, ich mache das kurz fertig. So, unsere Funktion, die untersucht jetzt, was wir hier damals in einer Variable, die wir dann da übergeben, und das wird diese sein, show as type, übergeben. Und je nachdem, was wir da übergeben haben, wird sie jetzt einen String zurückliefern, ja, also eine Zeichenkette, die dann ebenfalls aus den übergebenen Sachen, je nachdem, wie wir das Ganze übergeben haben, aussieht. Wofür wir das Ganze jetzt brauchen? Previews. Views. So. Wofür wir das Ganze brauchen, zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich ja gesagt vorhin, dass der Titel
von unserer Form, um diese Bezeichnung ergänzt werden soll. Also Vorschau für und dann, naja, wie auch immer das Ganze angezeigt werden soll. Und das machen wir so. fpre.text. Das ist dann nämlich die Texteigenschaft von unserem fpre.text. Ja. Wo sind wir? Da. Und dann machen wir jetzt einfach plus gleich. Und jetzt nehmen wir unsere Funktion prepare show as preview. Und da müssen wir jetzt natürlich alles Mögliche übergeben. Und zwar unsere Variablen as name, as first name, as nick name, as title und show as type. So, ja, das heißt, wir sagen jetzt hier einfach, wir möchten da irgendwas drin verändern, und das machen wir jetzt, das basteln wir jetzt nicht hier umständlich rum, sondern das haben wir wieder ausgelagert in unsere Funktion prepare show as preview. Und das brauchen wir noch für zwei weitere Sachen, und zwar, wenn wir uns das angucken, für drei, für männlich und weiblich machen wir uns noch eine Funktion, auch wenn es nicht sein muss, hierfür auf jeden Fall, denn diese Telefonnummer wollten wir immer als eine Zeile angezeigt haben, und hierfür für die E-Mail-Adresse, ja, wegen dem hier hinten. So, und diese Funktion, die schreiben wir uns jetzt auch nochmal. Und zwar prepare, fangen wir an mit Mail Preview, und da übergeben wir nur String Mail und String, wie hatten wir die dort genannt, Mail Type und String Mail Type. So, den Rest brauchen wir in dieser Funktion nicht. As Mail Type. So, und da müssen wir jetzt nochmal gucken, wie Mail Type aussehen kann. Mail Type kann aussehen wie. Da müssen wir uns jetzt nochmal unseren Index angucken. Privat, Arbeit, Sonstige und ein Default. Also, Privat, Arbeit, Sonstige und den Case hier gibt es nicht. So, aber das hier vorne, das kommt mir ganz recht. Und dann nehmen wir jetzt sMail, ja, diese Variable. Und da hinten zwischen geben wir sMailType an. Ja, da fehlt noch ein Plus. Och, das brauchen wir eigentlich gar nicht mit Switch Case machen. Ja, da war ja was. Das können wir ja auch einfach so übergeben oben in unserer Funktion, aber ich wollte hier noch überprüfen, ob da überhaupt irgendwas drin steht. Gut, also mit Switch brauchen wir es nicht machen, das ist völliger Unsinn, das ist total übertrieben, ja, mit Kanonen auf Spatzen. Aber was wir machen, machen wir es, if as mail, wenn da nichts drin steht, dann return
dann wollen wir, dass da unsere vier Striche returned werden. Else. So, und ansonsten soll das hier zurückgegeben werden. Ja, so ist es doch hübsch. Ja, das heißt, wenn Mail das hier, wenn da nichts drin steht, dann möchten wir uns auch diese vier Striche angezeigt haben in der Vorschau, die da jetzt eh schon stehen. Und ansonsten soll er das hier ordentlich zurückgeben, bitte. So, das wäre die für Mail. Und jetzt brauchen wir noch eine für Telefonnummern. Die schreiben wir uns auch. String prepare numbers preview. So, und da brauchen wir auf jeden Fall auch einen String, und zwar das ist number type, nennen wir den mal. Dann haben wir noch die ints, nämlich int country code, int irgendwie diesen city code, die Vorwahl, und int number. So, dann schauen wir noch mal. Das möchten wir jetzt halt auch wieder kombiniert haben, aber da möchten wir vorher wissen, ob das und das hier leer ist. Schreiben wir uns if cc.toString gleich nix. So, und jetzt und Zeichen zweimal. Das heißt, es kommt noch eine Bedingung für unsere if-Abfrage. Das ist jetzt neu. Ja, das hier wäre ein oder. Wenn eins von beidem zutrifft, dann stimmt unsere Abfrage. Wir wollen aber, dass beides nicht leer ist. Und number.toString gleich leer. Dann möchten wir wieder unsere 1, 2, 3, 4 Striche zurück haben. Else return. Und jetzt möchten wir halt unseren ganzen Schnodder hier wieder zurückbekommen. Else return cc plus, schreibt man sowas dann? Ach, cc sind ja auch nur zwei Ziffern, das heißt, davor muss noch ein plus. Also plus, jetzt käme dann das 49 plus cc plus, ich glaube, da kommt ein Leerzeichen hin, oder? Plus Leerzeichen plus, jetzt die Vorname, die normale Vorwahl plus Leerzeichen slash plus number plus entschuldigt bitte plus, und jetzt in Klammern möchte man natürlich noch, was das für eine Rufnummer ist, ausgeben. Also plus number type, nicht Klammer zu, sondern so. Nein, so. Okay, dann hätten wir das auch. Ich hoffe, das funktioniert, sonst müssen wir da nochmal nachbessern. Gut, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Wir haben jetzt quasi die Titelseite für unsere, für das hier oben. Haben wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir diese ganzen Sachen hier bestücken. Ja, das hier bestücken, das bestücken, das bestücken, die ganzen Sachen bestücken. Ich würde vorschlagen, damit es nicht zu lang wird, das Tutorial, ich mache das Ganze erstmal und erkläre ich dann wieder, was ich hier getan habe. Also, bis gleich. So, ich werde mal soweit. Ich habe euch das Ganze auch schon mal so ein bisschen strukturiert. Also das hier oben, das habt ihr ja eben schon gesehen, das kennt ihr noch. Dann für die beiden Mail-Teile habe ich das mit unserer Mail-Preview-Funktion quasi analog dazu gemacht. So. Und zu den Telefonnummern, da habe ich noch mal ein bisschen was geändert. Also einiges. Wo fange ich denn da am besten an?
Ich fange mal ganz, ganz, ganz oben an. Und zwar ist unsere Telefonnummer das, was jetzt hier hinten steht, kein Integer mehr, sondern ein String. Denn was ich hier vorne unbedingt auch so haben wollte, nämlich dass die erste 0 bei einem Integer gar nicht mit angezeigt wird, ja, weil sie ja keine Konsequenz in einer Zahl hat, wird hier einfach abgeschnitten. Das ist hier bei dem plus 4, 9 ja auch super, denn da wollen wir eh keine 0 an erster Stelle haben. Das ist hier natürlich aber doof, weil so eine normale Nummer natürlich schon mit einer 0 anfangen kann. Deswegen ist das jetzt hier eine String-Variable. Das habe ich hier abgeändert. Dementsprechend beim Variablen abspeichern. Hier finden wir die jetzt auch einfach da und nicht mehr hier unten mit dem Int-Parse drin, sondern als einfach nur Textbox speichern. So, und unsere Funktion, da hatte ich mich hier oben Punkt 1 vertippt, das war nicht CC, sondern AC. Ja. CC ist nämlich nie 0, da steht immer von vornherein ja schon die plus 4, 9 drin. Und das zweite ist jetzt hier natürlich abgeändert, dass der String leer sein soll und halt nicht 0. Ja, weil so ein String ist nicht 0, sondern der ist leer. Also zwei Zeichen ohne was dazwischen. Ja, aber ansonsten war es das hier auch schon. Und nach dem Format habe ich jetzt hier also unsere Telefonnummern, übergebe ich die. Let Gender, also das Geschlecht, habe ich noch eine kurze Funktion zugeschrieben. Also wirklich ganz einfach, da übergeben wir die Variable, die wir mal gespeichert hatten, ist female, ihr erinnert euch, die entsteht je nachdem, was hier angeklickt wird. Die übergeben wir und das schauen wir uns an, if gen, das ist die übergebene Variable, wenn das true ist, dann weiblich zurückgeben, ansonsten männlich. Ganz simpel. Und ja, der Rest hier, das sind ganz normale Strings, da wird einfach nur Text übergeben, ohne irgendwelche Besonderheiten. Das war einfach nur eine kleine Fleißaufgabe. Lab Birthday, also den Geburtstag, den hatten wir als Datum gespeichert und das hat ein gewisses Format. Und wenn man das sich anzeigen lassen möchte, dann macht man das am besten mit toString. Ich verschiebe hier mal alles. Mit toString und da kann man jetzt noch sagen, wie das angezeigt werden möchte, denn ansonsten speichert es nämlich auch noch die Uhrzeit und sogar bis zur Sekunde mit ab. Brauchen wir aber nicht, wir wollen einen Geburtstag. Also DD für Tag, also zweistellig den Tag angezeigt, zweistellig den Monat und dann vierstellig das Jahr angezeigt. Getrennt das Ganze mit Punkten. Und unsere Imagebox hat das Image, was wir geladen haben. Und falls da mal keins geladen ist, darf es natürlich zu keinem Fehler kommen. Und das ist jetzt auch wirklich das Letzte, was ich geändert habe. Ich habe hier Image, das hatten wir hier oben ja schon mal eingefügt, aber da stand hier vorher hier noch ein Semikolon. Da habe ich jetzt direkt mal gesagt, ist Telefonbuch Properties Resources Smile, nämlich das Bild, was da eh schon immer drin ist. Das heißt, diese Variable ist nie leer, ja, so dass wir da nicht aus Versehen mal eine leere Variable übergeben und dann gibt es Ärger. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt bestimmt wissen, wie es aussieht. Müssen wir natürlich erstmal ein bisschen was eingeben, dass man auch was sieht. Doktore, C-Sharp, Spitzname, der Doc, Titel, da ist es wieder, Sir. Ich bin natürlich männlich und ich bin auch schon ganz schön alt. Oder so. Ja, mein cooler Schädel natürlich. Angezeigt haben möchte ich das mit Sirs C-Sharp Doktore. Was gibt Schöneres? Wir haben zwei Telefonnummern, sage ich jetzt mal. Das ist die erste. Das ist natürlich meine Handynummer. Und die zweite. Ist eine Privatnummer. Oh, na gut, ein Pager habe ich auch noch. So. Adresse, gut, die gebe ich jetzt einfach mal nicht ein, das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Und ich habe hier noch irgendeine Mailadresse. .de, selbstverständlich. Und das ist natürlich auch meine Arbeitsadresse und sonstiges. Bla. So.
Schauen wir mal. Da ist sie, unsere Vorschau. Ihr seht, Vorschau für Sirs C-Sharp Doktore. Hier taucht mein Name, Vorname und das alles auf. Ich bin männlich, mein Geburtsdatum stimmt, mein Bild stimmt, meine Telefonnummern, Handy, Privat und Pager hatten wir. Hier hatte ich nichts eingegeben, meine E-Mail-Adresse und bla. Und wenn wir doppelklicken, schließen wir das Ganze. Tja, ich würde sagen, schon mal gar nicht schlecht. Für so eine Vorschau war jetzt ein bisschen Arbeit, das gebe ich zu, aber ich finde, das lohnt sich, das macht schon was her. Und in den kommenden Tutorials werden wir uns dann damit beschäftigen, diese Sachen, die man da eingibt, auch dauerhaft irgendwo abzuspeichern. Denn momentan, wenn wir hier irgendwas eintragen und auf Speichern klicken, dann passiert schon mal gar nichts. Wenn wir das Programm schließen und dann wieder öffnen, dann ist es auch weg. Ja, das heißt, an sich speichern wir das hier immer nur kurzzeitig in Variablen. In den kommenden Tutorials werden wir es dann richtig abspeichern. In wirklich, na, mir fehlt schon wieder ein Wort. In Dateien. So. Das war's erstmal. Mit freundlichen Grüßen, euer Doktore.